Wir haben alle gemerkt, das ist unser Ding. Und wir halten auch in der Familie zusammen. Und ich merke, man bewegt was und es ist was ganz Sinnvolles. Ich weiß nicht, ich denke mir, unsere Eltern haben uns das vorgelebt. Ich weiß es nicht. Dass man einmal anderen helfen kann und auch für sich selbst was zurückbekommt. Die Gemeinschaft tut mir sehr gut. Unsere Familien sind mehr als 25 Personen. Wir sind relativ früh in der katholischen Kirche, in der Jugendarbeit aktiv gewesen und sind dann mit 15, 16 hier zum Sportverein gekommen. Und so haben wir in jungen Jahren Sport getrieben und haben dieses Ehrenamt irgendwo mit übernommen und leben es unseren Kindern heute auch vor. Gerade meine Eltern haben mich überall hingefahren und waren immer tolle Zuschauer. Egal, wo ich gespielt habe in Europa, ich hatte immer starke Unterstützung. Also da war der Leistungsaspekt auch vorhanden. Über die Söhne, die es bis in die Jugendnationalmannschaft geschafft haben. Laufe! Nochmal das Letzte, das ist gleich Halbzeit. Ja, ja, ja. Laufe! Ja, prima, prima! Wenn irgendjemand anruft, braucht irgendwas. Wenn irgendwie Not am Mann ist, sind wir dann immer ruckzuck dabei. Dann helfen uns untereinander. Interessant war halt mit den Leuten, mit den Kindern zu arbeiten. Ganz wichtig ist, sich in der Mannschaft, in einem Team einzuordnen und zu lernen, auf die anderen Rücksicht zu nehmen, aber sich selbst auch darzustellen. Wenn der Trainer schon nicht die Disziplin vorlebt, dann kann man es eigentlich von den Kindern auch nicht erwarten. In diesen über 40 Jahren hat man so viel bekommen, dass man auch bestrebt ist, zu helfen und wieder ein Stück weit was zurückzugeben. Im Moment kann ich mir mein ganzes Leben, weil es durchgängig so war, ohne Schwarz-Weißen, ohne diese Jugendarbeit nicht vorstellen. Das ist für mich auch Familie. Meine Familie ist einfach toll.